Hallo Leute und herzlich willkommen zum vielleicht vorletzten Part Neighbors Back from Hell. Also zumindest vermute ich, dass das der vorletzte Part ist. Und ja, und Action. Und ja, wenn man gegen mich in den Ring steigt, in den Wrestling-Ring, dann ja, kriegt man ordentlich auf die Fresse. Über Abgründe schwingt und von der Klippe springt. Nee, nee, ich trete den von der Klippe runter. Das ist der Fall. So. So ein Dolch. Der rostig ist. Ja, seine Mutti, die ist auch ein bisschen rostig. Und da kann die nicht einfach sterben gehen. Weil die blockiert mir hier jetzt den Weg. Wobei, warte mal. Ich könnte kurz hier hoch. Weil das rote Farbe. Und ja, das ist nicht schwer herauszufinden. Dann habe ich zumindest hier rote Farbe hier gekriegt. Und jetzt könnte ich vielleicht. Ach ja, das Timing hier ist auf jeden Fall scheiße. Nein, nimm hier. Alter, wie auch immer irgendeine Faxe macht. Ich glaube, die Modi, die kommt gleich. Das heißt, ich gehe mal lieber runter. Weil, was bringt es mir eigentlich runter zu gehen? Wobei, höchstens um hier zu warten, dass die wieder weggeht, dass ich nach ganz oben kann. Oh ja, Mais Coin brechen. Und ich könnte vielleicht an der Scheibe da den Deutsch anspitzen, aber was anderes sehe ich nicht. Komm nach oben. Yes, ich habe ihn geschliffen in Deutsch, aber die Mutti ist da. Scheiße. Geh mal weg, Mutti. Geh doch weg. Geh weg. Im Seniorenheim wird Bingo gespielt. Geh hin, schnell, ganz schnell, ganz schnell. Du hast das Gewinner los. Los, 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 Mann. Okay. Dann schauen wir mal zu. Ich habe ja einen Rubin reingetan, aber ich brauche noch einen zweiten natürlich. Wobei. Ah, shit, ich glaube, ich warte noch eine Runde hier drunter, weil sie ist. Weil ich brauche die Zeit, während sie hier drüben ist, weil sie geht jetzt schon wieder zurück. Das ist halt echt scheiße mit dem Timing hier gelöst, aber so ist das halt. Egal, ich habe einen geschliffenen Dolch. Ah, das ist kein so guter Prank, ich meine. Ich würde das nicht mal durchgehen lassen als Prank, weil. Ja, wow. So. Vielleicht wird er ja krasser, wenn wir beide Rubine haben. Weil der eine ist ja wieder rausgefahren. So, ja, schwing dich rüber, du mach einen auf möchte gern Tarzan, ey. Tarzan auf Wisch bestellt vielleicht, ey. So, rüber mit. Weg mit dir hier. Was ist ich hier? Habe ich den Breche hier? Habe ich. Was ist vielleicht hier? Oh shit, shit, shit. Abbrechen. Weg hier. Heilige Scheiße, ich hasse diese Mutter aber auch von ihm. Steht da blöd in der Gegend rum. Such dir doch Hobbys. So. Such dir Freunde, such dir irgendetwas. Dass du da nicht rumstehst, ey. Meine Fresse, ey. Aber ich glaube, ich könnte hier einmal das auch so durchschneiden. Ne? Hallo. Aber ich glaube, jetzt muss ich halt wieder hier runter. Ja, genau. Ich glaube, so funktioniert das. Weil das eine geht ja auch hier oben, obwohl es nicht richtig ist. Ich brauche noch einen Rubin. Vielleicht liegt der da unten. Unter dem Tarzan-Ding. Achso, den Mais kann ich natürlich dem Vogel geben. Habe ich die Farbe schon gemacht? Nee. Okay. Ja, aber ist eh erstmal egal, weil erstmal müssen wir uns um das hier kümmern. Weil, und das hier, weil das ist am wichtigsten. Vom Timing, ja. Und ja, deswegen. Ja, er wartet aber auch so langsam, ey. Meine Fresse, wenn ihr schon so scheiße seid, könnt ihr euch da nicht wenigstens beeilen bei der Scheiße, die ihr veranstaltet? Meine Fresse, es ist ja nicht viel, was ihr veranstaltet. Meine Güte, ey. Komm.
meine jetzt. Ah, was auch für ein Trottel. Er hat wohl nie aufgepasst. Man spielt nicht mit Statuen. Da könnt ihr Fallen auslösen. Und in Deutsch habe ich noch gut. Das heißt, ich habe schon zwei gemacht und der Rest folgt hoffentlich auch bald, wenn die Mutti nicht da blöd rumstehen wird. Was? Die auf dem Bus oder was ist los? Hier ist keine Bushaltestelle. Fahr doch ins Seniorenheim oder geh einfach drauf. Leg dich in den Sarg rein und fertig. Meine Güte, viel machst du ja sowieso nicht, ey. Meine Güte, ey. Du kannst dich nur aufregen über solche Menschen, ey. Hallo, wo die? Wo die? Jetzt hör auf, Scheiße zu bauen. Ich klatsch dich gleich selber weg einfach. Meine Fresse, ey. Da steht der blöd in der Gegend rum und glotzt die scheiß Wand an wieder dem seine Mutti hier. Mach hin, mach hin, mach hin. Du dummer Spasti. Ab nach oben. Gut, das Ding ist, wollte ich zwar eigentlich nicht, aber wir könnten zumindest hier das hier vorbereiten. Oh, und yes, der kriegt da ordentlich auf die Fresse. Mach hin, weg mit dir. Mais habe ich auch, ja. Sie hat sie gesagt, sehr schön. Wieder eine Runde verstecken, leider. Weil ich kann hier nicht lang und hier nicht lang. Danke, Entwickler. Na, im Endeffekt wartest du nur das ganze Level über. Was für eine Scheiße. Klar, du musstest in gewissen Situationen auch wegrennen vor ihm, aber du hast wenigstens was zu tun. So. Du hast wenigstens Ausweichmöglichkeiten, aber die hast du hier nicht. Weil hier sind die einzigen Treppen. Und wenn hier oder da einer steht, so, ganz vergessen. Oder wenn beide irgendwo rumstehen. Wobei, ich könnte gleich auch wieder nach unten. Los, mach hinne. Mach doch hinne. Weil wir haben keine Zeit dafür. Ja, jetzt kommt die Mutti von ihm, die ja keine Hobbys hat, ey. So, mein lieber Bingo spielen im Seniorenheim, ey. Mann, was will die überhaupt auf einem... Ah, shit. Ich kann das auch einmal ohne Brot machen. Shit. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verkackt. Weil ich ja zu sehr mich in Rage geredet habe. Das müsste auch ohne gehen, eigentlich. Ach so, ja. Er ist jetzt hier oben, das heißt, ich gehe hier lang. Dann mit dem Böller, der ist für... Oh, er ist für da. Oh, mehr. Und die Farbe natürlich auch. Ah, er ist noch nicht in das Ding gefallen hier. Schade eigentlich. Ah, jetzt wird auch lustig. War ich besser mal hier ins Versteck gehen. Achso, die Rubine habe ich ja beide verwendet, stimmt. Oh, Coins! Ich krieg neue Coins. Aber ich die brauche? Weil ich meine, ich habe ja schon das Brot, also. Mit der einen Coin. Oder es gibt noch was mit Coins. Das kann aus. Ich kann ja noch nichts machen gerade. Ich kann gerade nicht weg. Das bringt ja nichts. Weil sie ist hier, er ist da, ich kann mich nicht bewegen. Außer nach hier oben, aber das haben wir ja bereits. Also. Ich glaube, haben wir auch komplett abgeschlossen. Jawohl, sehr schön. Zählt das dann als Doppel? Kann sein. Ah, shit, ich habe auch zu früh weggeschalten, aber ist egal. Haben nicht so viel verpasst, deswegen passt das schon. Ja, die steht jetzt blöd da rum und wartet auf den Bus, der nicht kommt. Ey, meine Fresse, ey. Aber egal, das Gute ist, er fliegt gleich da rein. Und das haben wir ja auch. Ja, dann fehlt ja eigentlich nur noch die zwei. Ja doch, perfekt, wir sind dann durch. Ja, wir müssen nur noch darüber eigentlich. Ja, die Frage ist halt wegen Timing so. Ja, ich könnte jetzt zwar hier runter und da runter, aber dann kann ich da hoch. So ist die Frage. Ah stimmt, jetzt kriegt er die eine. Nicht? Also okay. Von mir aus. Ist mir ja auch egal. Wobei, wir müssen gleich beobachten, wie er auf die Fresse kriegt eigentlich. Das ist halt das Problem so. Hä?
Was? Ich hab das nicht gemacht. Runter. Ich dachte, ich hätte das gemacht, aber gut, dann frisst er jetzt erstmal eine Ladungssprengstoff. Gönn dir, lass dich mecken, Junge. Ah, stimmt, ich hab das nur einmal durchgedolcht hier. Naja. Wobei, ist ja egal, wo er eigentlich hinnäht, weil... Ah ne, er geht nach oben, gleich. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber gut, dann wird das hier halt das sein und das hier. Mit dem Bullen, mit der Farbe. Schnell hoch, Rudi. Keine Faxen mal machen. Nein, du... Junge, bist du behindert? Mach das jetzt. Trottel. Ist auch ein Trottel, Mann. Ich würde Woody perfekt in die Familie der Idioten hier reinpassen, ey. Ah, egal, wir haben es gleich. Und wir haben alle drei Leben sogar. Und das bei dem Timing hier, ey. Schade, dass man den Mutter nicht auch Streiche spielen kann. Jetzt auch verdient, ey. Warum laufen die eigentlich auch die ganze Zeit so in derselben Kleidung rum? So klar, hier macht das Sinn, weil er zumindest ins Wasser geht und es ja auch ein bisschen Wasser auf der Location gibt, aber in den letzten Folgen so, wo es noch nicht mal Wasser gab, so beide in Badekleidung unterwegs, so. Das willst du auch niemandem antun, so. Aber ich will ihm das hier antun, auf jeden Fall. Komm, werd aufgespießt hier. Na, schade. Ja toll, jetzt kann ich auch nicht weg, ey. Wie muss ich das hier noch machen? Na gut, wie man das schneller hinbekommen soll, keine Ahnung, ey. Bei dem Timing so. Außer du willst, außer, ja, kriegst halt, nimmst halt in Kauf, dass du auf die Fresse bekommst. Ich gehe runter. Und guck mir jetzt an, wie er hier auf die Fresse bekommt. Komm, werd aufgespießt. Sterb, Junge. Ah, schade. Na scheiße, er geht nach oben. Aber warte mal, beide gehen, geht er dann hier runter oder geht er rüber? Das ist die Frage. Weil am besten wäre natürlich, er geht rüber. Weil ich muss das natürlich die Bankrot anstreichen, dass der Stier oder Bulle oder was das ist, richtig durchdreht wegen der roten Farbe. So. Ah ne. Steht und da blöd rum, steht da blöd rum, kann die auch sterben eigentlich. Ganz ehrlich. Steht die mir wenigstens nicht im Weg rum. Ja, mach hinne. Verpiss dich. Na, jetzt ziehen wir die oben, ey. Ich kann es keinem erzählen, was ich den Scheiß hier. Ey. Ohne die Familie wäre die Welt echt besser dran. Zeig ich, wie es ist. Und ohne Woody, naja, irgendwie auch. Hätte ich mir auch auf die Nerven gehen, ey. Los, geh da weg. Steh da blöd rum. Ist ja eigentlich egal, wo du blöd rumstehst. Solange du mir nicht im Weg stehst. Was tust du, blöde? Puh, aber egal. Dafür kriegt er jetzt von dem auf die Fresse dann. Das dauert noch ein bisschen. Und ich versteck mich. Muss ich zwar eigentlich nicht, weil... Ja. Wobei, ich könnte ihm nochmal das Face wegblowen vielleicht. Wegblowen lassen hier. Richtig schön wegsprengen, das Face. Aber irgendwie wie in einem Cartoon irgendwie, mit dem Sprengstoff und so. Das ist wie so alte Cartoons so. Komm, mach hin, ey. Schlafen. Jetzt wird er getriggert. So geht's mir auch, wenn ich diese Familie sehe. Let's go, sehr gut.
Ob man das schneller hinbekommt, ohne Whisky zu gehen, weiß ich nicht. Aber egal, wir haben es geschafft und wir sehen uns beim letzten Part vielleicht wieder.